Willkommen bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. Heute möchte ich euch mal kurz zeigen, wie ihr ein paar Standard-Desktop-Symbole anzeigen lassen könnt, die ihr vielleicht auf eurem Bildschirm vermisst. Schon seit vielen Windows-Versionen gibt es Standard-Symbole, die auf dem Bildschirmhintergrund, also auf dem Desktop, angezeigt werden. Dazu zählen diese fünf Symbole hier, das Netzwerk, dieser PC, der Papierkorb, die Systemsteuerung und dein Benutzerverzeichnis. Diese Symbole kannst du dir standardmäßig hier ablegen lassen. Genauso kannst du diese Symbole aber auch nicht anzeigen lassen und dann sind sie eben nicht zu sehen. Ja? Und da bekommen wir sehr oft Anfragen: Warum sehe ich meine Systemsteuerung nicht? Wieso ist das Symbol dieser PC nicht mehr vorhanden? Wurde das beim Update gelöscht? Warum kann ich hier nicht mehr auf mein Netzwerk zugreifen und so weiter und so fort? Und die einfache Lösung besteht einfach darin, dass diese Symbole nicht eingeblendet sind. Wie stellst du das nun ein, diese Symbole ein- oder auszublenden? Dazu klickst du mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz deines Bildschirmes, wählst hier die Einstellung Anpassen aus, dann suchst du dir hier im linken Bereich den Menüpunkt Designs. Und wenn du dich jetzt ganz nach rechts begibst, findest du einen Menüpunkt Desktop-Symboleinstellungen. Diesen klickst du bitte an. Und jetzt werden dir hier die Optionen angezeigt, die du einfach nur aktivieren musst, um das entsprechende Symbol auf dem Bildschirmhintergrund anzeigen zu lassen. Nimmst du das Häkchen raus, dann verschwindet das Symbol. Lässt du das Häkchen drin, wird es angezeigt. So einfach lässt du dir die Symbole Computer, Benutzerdateien, Netzwerk, Papierkorb und Systemsteuerung auf deinen Desktop-Hintergrund legen. Und das war's dann auch schon wieder. Heute mal ein kurzes Video. Wenn dir unser kurzer Tipp gefallen hat, dann gib uns doch bitte ein Like, hinterlasse auch gern einen Kommentar. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Kanal abonnierst und auf die Glocke klickst, denn dann wirst du immer über jedes aktuelle Video von uns informiert. Einen wunderschönen Tag noch. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.